Ach, Hundi. Steck nicht immer deinen Kopf in den Sand. Ohne Scheiß. Das ist ungesund. So, wir sind wie beim zweiten Part von Minecraft Staffel 2. Und im letzten Part wollten wir uns hier den geilen Spawner hier anschauen. Und ich würde sagen, das machen wir auch jetzt. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo kommt das Wasser noch her? Ja, und wie versprochen, mit Musik diesen Part. Ja. So. Im letzten Part hatten wir uns unseren Hundi gefangen. So, verschwende ich kurz mal ein bisschen Holz. So, ja, genau. Das passt schon so. So. So, schön. Okay. Fackel her. Und ich hoffe, das mit der Musikabstimmung und so passt auch alles, weil... Na, ich bin hier wieder... komplett draus mit Musik rein und ich habe mit dem überhaupt keine Erfahrung mehr und da haben wir die erste Kiste. Eisen, Eimer, Weizen, Redstone und Strings. Ah ja, Brote, Redstone, Eisen, Cocoa Beans und Strings. Wieso nicht? Noch irgendwas Interessantes? Ich schätze mal nicht. Ja. Ja, Hundi, hilf mir doch! Hallo, Hundi! Bist so... Ach, Hundi! Steck nicht immer deinen Kopf in den Sand! Ohne Scheiß, das ist ungesund! So, Kisten mitnehmen, würde ich mal sagen. Hier daraus kann man sicher später eine geile Monsterfalle zimmern. Ah, das nimmt einige Folgen in Anspruch. Aber früher oder später, ne? Ups. Spawn. Jupp. So, ich hoffe, jetzt kommt auch keine Werbung. Schauen wir mal. Okay, das Lied dauert zwar noch 20 Sekunden, aber ich schalte einfach von selber mal weiter. So. Ach ja, zur Frage wegen der Musik steht zwar in der Videobeschreibung auch, aber es fragen ja trotzdem öfters einige. Kannst die Beats... Ich finde, er macht richtig geile Lieder. Deswegen benutze ich den auch für meine Videos. Ja. Sorry, Hundi. Ich hoffe, wie gesagt, schreibt mir doch einfach mal bitte unten in die Kommentare, ob die Musik jetzt zu laut oder zu leise ist. Oder ob sie genau passt. Schreibt mir das einfach mal, weil ich bin, wie gesagt, wieder komplett draus mit Musik reinschneiden und so. Also, da habe ich
in letzter Zeit überhaupt nichts mehr gemacht. In nächster Zeit gebe ich mir auch wieder viel mehr Mühe mit meinen Videos. Tja, und wo bleibt die Kohle? Erstmal noch ein bisschen Eisen abbauen, würde ich sagen. Eisenschalt nie. Und ich nehme mal das Redstone in die Hand. Naja, da nehme ich Kleids halt. Sind hier irgendwo Monster? Nein. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich hier zu den Extreme Hills ziehen, weil ich Extreme Hills einfach hammergeil finde. Und ja. Ich bin Level 5. Erstmal hier alles ein bisschen ausleuchten. Dass wir wirklich nichts mehr spawnen. Das wollen wir ja alle nicht. Ein bisschen essen wieder. Ne? So. Gleich am Morgen zu Saturn, fetter Auswahl, fettes Schotten. Es ist zwar Musik, aber nie. Ich weiß, ich lasse die Erze erstmal liegen. Ich möchte erstmal hier den Gang ein bisschen ausleuchten. So, und jetzt erstmal Herz abbauen. Ich mache das immer so, erst die Gänge ausleuchten und dann Erz abbauen. Und das müsst ihr euch gewöhnen. So. Eine ganze Rüstung habe ich schon mal. Es geht richtig fix. Kohle darf auch nie fehlen. Es kann Kohle einem auch mal ausgehen, ja? Ich weiß das. Glaub mir. Nochmal so zur Erklärung, warum
ich die erste Staffel überhaupt abgebrochen habe, ja. Das war aus diesem Grund, weil ich da in letzter Zeit überhaupt nie Zeit zum Aufnehmen hatte und ich hatte auch gar keinen Bock und da musste ich mir immer die voll stressig und so. Und wenn ich Stress habe, dann werden die Aufnahmen logischerweise kacke. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Und deswegen habe ich das ganz einfach abgebrochen, weil ich will natürlich keine Aufnahme haben, wo ich irgendwie nicht motiviert klinge und dann ist es auch scheiße und das will sich niemand anschauen. Und ich weiß nicht, ich hatte bis zur 20. Folge noch keinen einzigen Dia. Das macht dann auch keinen Spaß. Den einzigen Dia, den ich da hatte, das war die aus dem Tempel. Und solche, also jetzt nicht, wenn ich manchmal nicht so viel rede. Ich bin erst aufgestanden und ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber ja, hört sich halt so ein bisschen aufs Reden aus. Ja. Das macht gar nichts, glaube ich mal. So. Schauen wir wieder drauf. Zu unserem Bett nach Hause. Ach du Kacke. Hundi, komm mal mit bitte. Es ist Nacht. Und ich muss hier gleich durch. Wow. Durch die Nacht. Hilfe, Spinnen und Skelette und alles. Hundi, folgst du mir eigentlich? Ja. Okay. Fuck. Alter. Ich werde wahrscheinlich nicht mal schlafen können, weil jetzt lauter Monster um mein Bett herumstehen. Boah, wenn du jetzt meinen Hund hier in die Luft gesprengt hättest, das Creeper, ne? Hundi, lenk mich nicht ab. Haha, der Zombie läuft gegen den Kaktus. Wow, Spinnen sind so scheiße, ne? Niemand greift hier mein Hundi an. Aufpassen. Bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht. What? Alles in die Luft gegangen aus dem Bett. Es ist alles in die Luft gegangen aus dem Bett. Echt jetzt? Ist ja geil. So, du setz dich erstmal hier, Hundi. Okay. Okay, die Crafting Bench und so ist mir jetzt zwar flitzen gegangen, aber das macht ja nichts. Ich würde mal sagen, legen wir das Zeug mal ab. Das. Ich brauche noch ein bisschen Stein. 3 Stein.
löschen. Genau. Was ist denn das für eine geile Mucke? So, wo ist der Crafting Table? Achso, ich hab gar keinen mehr, stimmt ja. nein, ich brauche nicht Ernstings Family. Okay. Richtig geil die Mucke hier. So. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich das alles mal braten bis zum nächsten Part. Und im nächsten Part würde ich auch sagen, kümmern wir uns um das Haus. Da wir jetzt ein bisschen Eisen haben und so. Dann Haus bauen, dann wieder Höhlentour. Ich wechsle mich so ein bisschen ab. Also, Gott, ich danke fürs Zusehen. Ja, wenn ihr irgendwelche Bauvorschläge habt, was ich bauen könnte, schreibt mir die unten in die Kommentare oder Themenvorschläge. Ja, gut. Wenn du willst noch was, hier kannst du Rotten Flash haben. Warte. Da. Ja, jo, brava. Ich liebe Hunde. Gut, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt mir die bitte unten in die Kommentare. Ich danke schon mal jetzt dafür. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.